Jo, was geht meine GTA-Freunde aus Zellivalisten? Willkommen zurück zu GTA 5 Online mit brandheißen Infos für euch. Aber zu Beginn möchte ich nur kurz sagen, dieses Gameplay, was ihr gerade im Hintergrund seht, habe ich von PT Pan Mofo. Den Kanal findet ihr unten in der Videobeschreibung. Aber nun zu den Infos. Wer Rockstar Games auf Twitter folgt, der wird auch heute schon mitbekommen haben, dass es ein neues Update gibt, beziehungsweise dass Rockstar Games ein neues Update bestätigt hat, welches den Namen Transform Racers bekommen hat. In diesem Update werden wir ein neues Stuntrennen bekommen, in dem wir dann Rennen fahren können und unsere Fahrzeuge dann verwandeln. Wie ihr in dem Gameplay sehen könnt, man fährt mit dem Auto, kann sich dann in ein Flugzeug verwandeln, durch Power-Up einsammeln oder in ein Motorrad. Und so weiter und so fort. Aber wir bekommen nicht nur dieses Stuntrennen, wir bekommen auch zwei neue Gegnermodis, die den Namen Condemned und Dogfight haben. In dem Gegnermodus Condemned ist es so ein Wettkampf nach dem Motto Jeder gegen jeden, in dem ein Spieler gleich zu Beginn dem Tode geweiht ist und nur überleben kann, indem er einen anderen Spieler zum Tode verurteilt. Hört sich schon mal geil an. Und der zweite Gegnermodus Dogfight ist ein Modus, in dem ihr eure Fantasien als Kampfpilot ausleben könnt und eure Gegner im Sturzflug in ihr Verderben schicken könnt. Aber das war auch noch nicht alles. Wir bekommen auch noch den heißgeliebten bzw. den begehrten Hunter und natürlich auch das Batmobil, was jeder haben wollte, welches auch den Namen Vigilante trägt. Hört sich doch schon mal geil an. Dieses Update wird auf jeden Fall noch diesen Monat kommen. Na, wer freut sich denn schon auf dieses Update? Ich bin da mal sehr gespannt. Schreibt mir doch mal eure Kommentare zu dem Update, was Rockstar sich gedacht hat. Ich finde es sehr cool, weil ich fahre sehr gerne Rennen. So, die Fahrzeuge sind mir jetzt in dem Sinn egal. Aber Rennen, ich stehe total drauf. Und die Gegnermodis hören sich doch auch recht geil an. So, ich bin dann mal raus. Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare. Macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.